Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gehe weiter in der Tagesordnung. Nach Erledigung der Punkte 3 und 4 kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 27. Das ist der Sitzpunkt der FDP. Zuvor haben wir noch eine Aufnahme eines Dringlichkeitsantrags zu besprechen, Fraktion der FDP betreffend Erlass zu Kastenständen Rechts- und Planungssicherheit für hessische Schweinehalter wiederherstellen, Drucksache 19/4453. Mit der Dringlichkeit bejaht, das ist der Fall. Dann wird das Tagesordnungspunkt 54 mit 5 Minuten Redezeit. Damit ist das so aufgenommen. Und nun der Antrag der Fraktion der FDP betreffend Rheinbrücke verbindet Menschen- und Wirtschaftsräume. Meine Damen und Herren, bitte etwas zur Ruhe kommen. Das ist der Antrag 27 mit der Drucksachennummer 19/4410. Er wird aufgerufen mit dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Machbarkeitsstudie für eine Brücke zwischen Rüdesheim und Bingen, die Drucksache 19/4452. Beide Anträge sollen nach der Beratung heute in den Wirtschaftsausschuss überwiesen werden. Vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Das Wort hat als Erstes der Abg. Herr Lenders für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Traum von der neuen alten Rheinbrücke, das ist die Überschrift der dpa-Meldung zu unserem heutigen Antrag. Und schon in der Überschrift schwingt etwas mit, nämlich die Hoffnung, dass sich die Lage der Menschen zwischen dem Rheingau und Rheinhessen entlang des Rheins verbessert. Es wird Zeit, dass sich dass der Hessische Landtag und die Landesregierung klar zu dem Projekt Rheinbrücke bekennen. Mit der neuen Koalition in Rheinland-Pfalz, mit dem Regierungseintritt der FDP, ist neuer Schwung in die Debatte über eine Brücke über den Rhein gekommen. Die Unterstützung einer Machbarkeitsstudie durch das Land steht im Koalitionsvertrag, wenn die Region mitzieht. Die Menschen haben wieder begonnen, den alten Traum einer Rheinquerung zu träumen, weil Brücken die Menschen verbindet. Es entstand auf der rheinhessischen Seite eine Bürgerinitiative. Und, meine Damen und Herren, mittlerweile haben über 10.000 Menschen die Forderung nach einem Bürgerentscheid pro Rheinbrücke unterstützt. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Menschen in der Region diese Brücke wollen und dass sie das auch sehr bewegt. Schon jetzt ist klar, dass das erforderliche Quorum erreicht wurde. Meine Damen und Herren, deswegen auch den Antrag, den CDU und GRÜNE dazu eingebracht haben, wird dieser Tatsache nicht ganz gerecht. Es wird also ein Bürgerentscheid im Landkreis Mainz-Bingen für eine Machbarkeitsstudie geben. Und wenn der positiv ausfällt, wird das Land Rheinland-Pfalz mit dem Verkehrsminister Wissing das Projekt unterstützen. Meine Damen und Herren, bis zum Zweiten Weltkrieg gab es hier eine Brücke. In den 70er Jahren wurde eine Brücke geplant, die wegen der Ölkrise aber dann nicht realisiert wurde. Es ist jetzt an der Zeit, ein klares Signal an die Menschen zu senden, dass Hessen zu dem Projekt steht. Die Aufbruchstimmung müssen wir nutzen, um das lang ersehnte Projekt voranzubringen. Im Rheingau gibt es bereits ein klares Votum pro Machbarkeitsstudie, pro Rheinbrücke. Der Kreistag hat sich mit den Stimmen von CDU und FDP klar zu einer Machbarkeitsstudie bekannt. Meine Damen und Herren, es kann sich nicht jeder seine Freunde aussuchen. Ne? Jeder kann sich vorstellen, was es heißt, dass es auf einer Länge von 84 Kilometern zwischen Wiesbaden, Schiersteiner Brücke und Koblenz keine Brücke über den Rhein gibt. Liebe Kollegen von der SPD, ich weiß gar nicht, wo Ihre Aufregung herkommt. Bis dahin stand die Sozialdemokratie auch immer zu der Rheinbrücke.
Meine Damen und Herren, diese Situation, das ist einmalig bei solch einer Wasserstraße in ganz Europa. Was heißt das für die Menschen ganz alltäglich? Wer von Bingen nach Rüdesheim muss, das sind Luftlinie 2 Kilometer, muss eine Stunde Zeit einplanen, um halbwegs sicher zu gehen, dass er sein Ziel auch pünktlich erreicht. Das Gleiche gilt natürlich dann auch wieder für den Rückweg. Die fehlende Brücke ist eine massive Entwicklungshemmnis für die gesamte Region. Jeden Tag pendeln über 5.000 Menschen vom Rheingau nach Rheinhessen, auch weil hier große Wirtschaftsunternehmen anhängig sind. Also, wenn ihr fertig seid mit eurer bilateralen Debatte, mache ich einfach weiter. Danke. Meine Damen und Herren, dort sitzt z.B. das Pharmaunternehmen Böhringer in Ingelheim. Und das ist auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber, auch für viele Menschen, die hier in Hessen sind. Und, meine Damen und Herren, dass diese Menschen sich dann auch überlegen, ob sie nicht gleich nach Rheinhessen umziehen, das sollte uns doch bewegen. Das sollten wir als Hessen vielleicht nicht unbedingt dann auch noch unterstützen. Meine Damen und Herren, der Präsident der Technischen Hochschule Bingen hat vor wenigen Tagen in der AZ, in der Allgemeinen Zeitung, die Auswirkungen der schlechten Verbindungen beschrieben. Zitat: Auch wir sind ein Opfer der fehlenden Rheinbrücke. Das unterstrich der TH-Präsident Prof. Klaus Becker. Die TH Bingen hat kaum Studenten aus dem Rheingau, obwohl sie direkt gegenüber liegt. Meine Damen und Herren, für Prof. Becker ist klar, es ist eindeutig zu sehen, dass die fehlende Rheinbrücke ein Hemmnis ist. Auch deshalb unterstützt die TH die Aktion der Bürgerinitiative, so Prof. Becker. Kosten- und Zeitverlust, das wirkt abschreckend, so Becker. Es gelte auch für die Kontakte zu den Firmen auf der anderen Rheinseite, für Praktikaplätze, für Arbeitsstellen usw. So meine Damen und Herren, und das Gleiche gilt dann im übertragenen Sinne auch für den Einzelhandel, für den Mittelstand, die unter Umständen neue Kunden gewinnen können. Das gilt für den Tourismus. Der Rhein wirkt wie eine Grenze, und wir wollen Grenzen überwinden, nicht nur in Europa, sondern zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Meine Damen und Herren, ich glaube, jedem ist klar, die Autofähre über den Rhein ist keine Alternative. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Kapazitäten der Fähre begrenzt sind, dass es viel länger dauert, um über den Rhein zu kommen. Der Fährverkehr steht auch nicht rund um die Uhr zur Verfügung. In der Nacht geht nichts mehr, und es gibt genügend Beschäftigte, die auch Spätschichten haben oder in einer Nachtschicht arbeiten. Meine Damen und Herren, bei Niedrigwasser wird zurzeit der Fährverkehr ganz eingestellt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Fähre kann doch nicht ernsthaft unsere Antwort auf die Zukunft sein. Die Bürger im Rheingau, die Bürger in Rheinhessen haben das Recht auf bessere Chancen, auf eine bessere Anbindung. Wir fordern die Landesregierung auf, gemeinsam mit den Landkreisen und der Landesregierung Rheinland-Pfalz eine Machbarkeitsstudie auf den Weg zu bringen. Und das Ziel der Machbarkeitsstudie muss es sein, mögliche Standorte, Ausbauvarianten und jeweilige Auswirkungen zu untersuchen. Eine Brücke würde übrigens auch zu einer deutlichen Entlastung des Verkehrs im Rheingau führen. Natürlich, es werden überregionale Verkehre angezogen. Das lässt sich nicht immer ganz ausschließen. Aber da muss man auch sagen, diese überregionalen Verkehre finden dann an anderer Stelle eben auch nicht mehr statt. Und, meine Damen und Herren, wie sieht es mit den Kosten für diese Brücke aus? Ich kann Ihnen sagen, das Land Hessen hat im letzten Jahr 39 Millionen € an Bundesmittel für Straßen verfallen lassen. 39 Millionen €, so viel wie kein anderes Land hat Hessen zurückgegeben. Das ist ein Negativrekord. Die Bayern werden sich vergnüglich die Hände reiben. Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht ist es ein politischer Skandal, dass die Landesregierung 39 Millionen € an Investitionen fallen lässt, obwohl dieses Geld dringend für Brücken, für Sanierung der hessischen Autobahnen und Bundesstraßen gebraucht wird. Mit dem Geld, das Herr Al-Wazir so großzügig dann zurückgibt, hätte man locker den hessischen Anteil einer Rheinbrücke
bezahlen können. Meine Damen und Herren, und ich frage mich manchmal, wo ist denn die CDU hier eigentlich? Die CDU schaut seelenruhig zu, wie 39 Millionen € abfließen, die auch unserem Handwerk, unseren mittelständischen Unternehmen an Auftragsvolumen einfach fehlen. Während der Bund die Gelder für Autobahnen und Bundesstraßen jedes Jahr um 1 Milliarde € aufstockt, meine Damen und Herren, der Bund gibt immer mehr Geld aus, geht der hessische Anteil von 710 Millionen € im Jahr 2015 auf 640 Millionen € und in 2016 noch weiter zurück. Es fehlen also über 70 Millionen €. Meine Damen und Herren, 70 Millionen €, die weniger verbaut werden, obwohl der Bund deutlich mehr Geld ausgibt. Damit hätten wir allen Grund, auch diese Brücke zu bauen. Und die Grundlage ist auch noch da. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung, man muss wahrscheinlich richtiger sagen, mit dem Koalitionsvertrag haben vor allem die GRÜNEN gedacht, sich eine Hintertür offen zu lassen. Da haben die Menschen ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die Menschen sich über die Bürgerinitiative klar zu diesem Projekt bekennen. Meine Damen und Herren, überall, wo die GRÜNEN es versuchen, mitzugestalten, stehen sie auf der Bremse, wenn es darum geht, Straßen zu bauen. Meine Damen und Herren, Menschen und Regionen durch Brücken zu verbinden, da sind die GRÜNEN voll auf der Bremse. Das ist hier so bei der Rheinbrücke, das ist aber leider auch beim Riederwaldtunnel so, und das sehen wir auch beim Weiterbau der A49 so. Das ist leider sehr bedauerlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort. Das Wort hat Frau Abg. Müller-Kassel, Fraktion BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da hat die FDP ja mal wieder tief in die Mottenkiste gegriffen und alles rausgeholt, was ihnen so einfällt. Heute konnte ich dann dpa entnehmen, dass die hessische FDP die Rheinbrücke zu ihrem Lieblingsprojekt gemacht hat in Hessen. Schade, dass ich da vorher nie etwas von gehört habe, als Sie in Verantwortung waren. Aber wenn die Rheinbrücke, die ja auch mal eine Schienenbrücke war, 1945 jetzt Ihr Lieblingsprojekt ist, vielleicht wird ja auch die Citybahn Wiesbaden jetzt zu Ihrem Lieblingsprojekt. Da könnte man dann auch die Region verbinden, die Verlängerung nach Mainz wird ja geplant, da können Sie sich dann dafür stark machen, und dann können Sie sich ein neues Lieblingsprojekt aussuchen. Der Kollege Müller hat sich ja heute auch geäußert, sehr theatralisch, wie ich finde. Freundschaften finden über den Raum Rhein kaum statt, weil es diese Brücke nicht gibt. Deswegen haben Sie die Freundschaft mit der AfD gesucht, um die Brücke zu schaffen, oder wie soll ich das interpretieren? Aber der eigentliche Sinn Ihres Antrags ist ja auch klar. Sie wollen schlechte Stimmung bei CDU und GRÜNEN machen. Aber auch das wird Ihnen mit diesem Antrag nicht gelingen. Und zu der Kritik der nicht verausgabten Bundesmittel komme ich dann zum Schluss noch einmal. Aber ich will hier schon einmal darauf hinweisen, wer war dann in der Verantwortung und hat Stellen abgebaut bei Hessen Mobil, sodass keine Planungsgrundlagen da sind? Ich kann mich kaum erinnern, aber ich glaube, es war Herr Rentsch. Jetzt komme ich zu Ihrem Antrag. Sie stellen in Punkt 1 fest, dass es auf der Länge von 84 km zwischen Wiesbaden und Koblenz keine Brücke über den Rhein gibt. Das ist eine Tatsache, das kann man so feststellen. Aber es ist nur auch mal nichts Neues, sondern seit Jahrzehnten ist es so, und der wirtschaftlichen Dynamik in der Region Rhein-Main hat es bisher nicht geschadet. Jetzt regieren Sie mit in Rheinland-Pfalz und haben dort im rot-gelb-grünen Koalitionsvertrag festgehalten, dass es eine Machbarkeitsstudie geben kann, falls die betroffenen Kreistage zustimmen und es Einigkeit gibt. Die Einigkeit gibt es ja mitnichten. Es gibt die Zustimmung mit der AfD im Rheingau-Taunus-Kreis. Es gibt jetzt die Unterschriftensammlung. Und, ja, aber eine Mehrheit hätte es mit Ihnen alleine nicht gegeben. Aber
In dem Antrag steht genau, wenn es eine Einigkeit der betroffenen Landkreise gibt, dann wird über eine Machbarkeitsstudie geredet werden können. Aber die Einigkeit ist bislang noch nicht hergestellt, weil der Kreistag Mainz-Bingen abgelehnt hat. Das Bürgerbegehren bleibt abzuwarten. Also warten Sie doch einmal gelassen ab. Und tun Sie nicht so, als ob Sie das jetzt hier nicht nur in den Landtag eingebracht hätten, weil Landratswahlkampf im Rhein-Taunus-Kreis ist. Die Diskussion um die Brücke geht seit 50 Jahren. Und erst 2003, 2004 wurde es im Rahmen der Ausstellung des Bundesverkehrswegeplans gründlich untersucht. Und die Ergebnisse haben vielleicht auch Sie zur Kenntnis genommen. Es würde eine Verkehrsverlagerung auf die B42 stattfinden. Es würde eine prekäre Situation im Rheintal, die jetzt bereits besteht, sich noch weiter verschärfen, und es würde keinerlei Entlastungswirkungen im Rhein-Main-Gebiet geben, so viel durch die Untersuchung des Bundesverkehrswegeplans. Außerdem sieht der Verkehrswegeplan den Ausbau und damit die Bündelung von Fern- und Regionalverkehren im vorhandenen Autobahnnetz vor. Daran wird schon seit Jahren gearbeitet. Die A60 und der Mainzer Ring sind inzwischen zeitlich leistungsfähig ausgebaut, und der Neubau der Schiersteiner Brücke ist im vollen Gange. Also, ich frage mich, was wollen Sie denn? Und das Projekt wurde im Rahmen der durchgeführten fachlichen Betrachtung auch aus naturschutzfachlicher Sicht außerordentlich kritisch beurteilt. Das können Sie doch nicht einfach wegwischen. Und Natura 2000-Gebiete sind betroffen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der der FDP sonst ganz wichtig ist, nämlich das Weltkulturerbe im Mittelrheintal. Wenn es um die Windkraft steht, dann stehen Sie hier, Herr Rentsch, kann ich ja mal zitieren, die visuelle Integrität des Welterbes Mittelrheintal ist gefährdet. Zitat Herr Rentsch am 3.2.2016, als es um die Windkraftanlagen geht. Das, was für die Windkraftanlagen gilt, muss für die Brücke auch gelten. Aber nicht passen. Und ich kann auch noch einmal an die Frage der Waldschlösschenbrücke in Dresden erinnern, wo zwei FDP-Verantwortliche. Der Präsident ist zuständig. Ich habe Augenblick bitte. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rentsch? Ja? Nein. Danke. Sie können sich ja dann noch einmal melden, Herr Rentsch. Also, ich erinnere noch einmal kurz an die Waldschlösschenbrücke, auch zwei verantwortliche FDP-Politiker, die einfach beiseite geschoben haben, dass es ja eine Unverträglichkeit mit dem UNESCO-Weltkulturerbe geben könnte. Und das Ergebnis kennen wir. Der Status des Weltkulturerbes ist verloren gegangen im Elbetal. Soviel zu den ersten Punkten Ihres Antrags. Jetzt komme ich noch einmal zu dem letzten. Was Sie auch immer wieder aus Ihrer Mottenkiste hervorholen, es sind 39 Millionen € zurückgegeben worden. Es waren keine 39 Millionen €, es waren 30 Millionen €. Aber auch das ist Ihnen schon einmal im Ausschuss gesagt worden. Ich sage es Ihnen aber auch gerne noch einmal. Vielleicht merken Sie es irgendwann einmal. Und wer daran schuld ist, ich habe es eingangs auch schon einmal erwähnt, nämlich der Vorgänger Herr Rentsch, der nämlich die Stellen abgebaut hat und nicht für die ausreichende Planung gesorgt hat. Aber außer den pauschalen Gründen gibt es natürlich auch faktische Gründe, die dazu geführt haben. Nämlich der Bau der Schiersteiner Brücke hat sich aufgrund anhaltenden Niedrigwassers verschoben. Dieses Geld konnte halt so nicht ausgegeben werden. Und die gewünschte Verschiebung der Arbeiten an der B42, weil die vor Ort gewünscht worden waren, wurde das verschoben. Also konnte das Geld auch nicht abgerufen werden. So, ich fasse noch einmal zusammen. Durch den heutigen Setzpunkt haben Sie es immer noch nicht geschafft, schlechte Stimmung in die schwarz-grüne Koalition zu tragen. Wir GRÜNEN sehen den Bau einer weiteren Rheinbrücke weiter kritisch. Das ist aber auch nichts Neues. Die CDU sieht das anders. Und der FDP in Hessen ist der Landschaftsschutz und das Weltkulturerbe nur bei den Windrädern wichtig. Das Wort hat die Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die FDP steht ja sonst immer an der Speerspitze der Bewegung, die die landschaftliche Schönheit des Rheingaus und des Rheintals bewahren will. Zumindest tut sie immer so, wenn es um Windräder geht. Dann ist ihnen ja immer ganz wichtig, dass das Rheingau möglichst unberührt bleibt und dass nichts den Blick trübt. Aber wenn es um neue Straßen geht und darum, mehr Verkehr in den Rheingau, ins Rheintal zu holen, dann sind sie Feuer und Flamme dafür, mehr Beton ins Tal zu gießen und mehr Verkehr an den Rhein zu bringen. Das finde ich eine ziemlich inkonsequente Haltung. Sie sollten sich wenigstens einmal entscheiden, ob Sie jetzt für die landschaftliche Schönheit eintreten oder dafür, möglichst viel Verkehr ins Rheingau zu holen. Worum geht es? Das Land Rheinland-Pfalz plant auf Druck der mitregierenden FDP bereits eine Mittelrheinbrücke bei St. Goar, ganz in der Nähe des Loreleifelsens, das heißt also mitten im UNESCO-Welterbegebiet. Und die hessische FDP bringt hier heute eine Bürgerinitiative ins Gespräch, die Unterschriften für eine weitere Rheinbrücke in der Gegend von Rüdesheim und Bingen bzw. Österich-Winkel und Ingelheim sammelt. Konkret geht es um ein Bürgerbegehren im Landkreis Mainz-Bingen, das eine Machbarkeitsstudie einfordert. Ein Mitinitiator, ein umtriebiges FDP-Mitglied aus Bingen, erzählt z.B. in der Zeitung dann von Menschen, die die letzte Fähre verpasst haben oder die vorzeitig das Theater verlassen müssen, weil sie sonst nicht mehr nach Hause kämen. Das mag ja ganz schlüssig klingen. Allerdings ist das Problem dann nicht unbedingt eine fehlende Brücke, sondern dann muss man eben mal darüber reden, ob die Fähren lange genug fahren und wie man die Fährverbindungen verbessern kann. Grundsätzlich gibt es ein gutes Angebot an Rheinfähren. Die meisten Städte im Rheingau und Rheintal sind mit Personen- und Autofähren auf direktem Weg mit dem anderen Ufer verbunden. Wir teilen die Kritik daran, dass diese Fähren nachts nicht oder dass sie teilweise zu selten fahren. Wir teilen auch die Kritik, dass die Fähren zu teuer sind, zumindest für die Leute, die sie wirklich sehr regelmäßig nutzen. Aber grundsätzlich sind Fähren, also sozusagen flexible Brücken, dort, wo sie gebraucht werden, doch eine gute Anbindung über den Rhein, geeignet für Autos, aber auch für Fußgänger, für Radfahrer. Und so kommen die Leute direkt von Ortsmitte zu Ortsmitte. Im Rheintal hat sich vor Jahren bereits eine BI-Rheinpassagen gegründet, die einen optimierten Fährbetrieb statt Brücken fordert, z.B. mit einem 24-Stunden-Angebot und deutlich günstigeren Fahrpreisen, vor allem für die Anlieger und Zeitkarten. Ich finde, das sind sinnvolle Anregungen. Denen hätten Sie sich ja auch einmal annehmen können. Eine neue Brücke hingegen kostet erheblich viel Geld, und es ist ein erheblicher Eingriff in die Landschaft. Auch Naturschutzverbände haben bereits Bedenken angemeldet, dass das Ökosystem reingefährdet sein könnte. Und es stellt sich ja auch ein Stück weit die Frage nach der Finanzierung. Also, wie soll das denn dann aussehen, Herr Lenders? Wollen Sie denn eine mautfinanzierte Brücke z.B., dass die Leute dann zahlen müssen, wenn sie über eine Brücke von der einen auf die andere Rheinseite kommen? Haben Sie leider nicht zugesagt, könnte man ja auch einmal die Frage stellen. Vor allem ist aber, und das ist unser Hauptkritikpunkt, vor allem ist zu bedenken, dass eine neue Brücke mehr Verkehr verursachen kann und mehr Verkehr nach sich ziehen würde, insbesondere wenn die bestehenden Autofähren dann in ihrem Bestand gefährdet sind. Und das betrifft vor allem die Orte direkt um die neue Brücke herum. Sagen wir einmal, es gäbe eine neue Brücke bei Rüdesheim und Bingen, die würde gebaut werden, dann würde ja nun einmal die Autofähre zwischen Rüdesheim und Bingen sofort ihren Betrieb einstellen. Höchstwahrscheinlich aber auch die benachbarte in Österich-Winkel und vermutlich auch die in Lorch. Und selbst wenn diese Fährverbindung weiter existieren würde, würden natürlich viele Leute das Geld sparen wollen, vorausgesetzt, es ist keine Mautbrücke, die sie da errichten wollen, und würden natürlich nach Rüdesheim fahren, um dort über die Brücke zu fahren. Das heißt also, entweder würden die anderen Orte ihrer Verbindung über den Rhein beraubt, weil dann eben die Fährverbindungen wegfallen würden, oder aber die Leute würden eben voraussichtlich dann eher nach Rüdesheim fahren. Das würde doch bedeuten, dass noch mehr Verkehr auf den sowieso hochbelasteten Bundesstraßen entstehen würde, dass noch mehr Leute genau diesen Weg fahren würden. Viele würden sich die Schierstädter Brücke vielleicht schenken und würden über die Bundesstraße durchs Rheintal fahren und dann eben bei
bei Bingen, bei Rüdesheim-Bingen über eine Brücke fahren. Das heißt also, auch der Lkw-Durchgangsverkehr im Rheintal könnte zunehmen, wenn diese direkte Strecke attraktiver werden sollte. Das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, den Weg andersherum sich zu sparen. Ich finde auch darüber, gerade als eine Fraktion, denen das Rheintal, denen das Rheingau so am Herzen liegt, also über diese Fragen sollten Sie sich doch Gedanken machen. Was bedeutet das für die Schönheit der Landschaft dort? Was bedeutet das für die Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner an Lärmzunahme, an Schadstoffen, an Verkehrsbelastung? Ich glaube, dass das kein kluges Konzept wäre, über eine solche Brücke noch mehr Verkehr ins Rheingau zu holen. Und ich will auch erwähnen, auch das ist ja ein Thema, wo die FDP gerne so tut, als sei es ihr wichtig. Ich will auch erwähnen, dass da natürlich auch ein paar Arbeitsplätze an den Fähren hängen und auch diese Arbeitsplätze natürlich gefährdet wären. Nein, nicht die Brücke, die nicht eine Brücke fehlt, sondern wir müssen darüber reden, wie man die Fährverbindungen verbessern kann. Ich will in dem Zusammenhang auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir in diesem Landtag vielleicht auch mehr über, nicht über Brücken reden sollten, die es nicht gibt, sondern vielleicht mal mehr über die Brücken, die wir schon haben. Da gibt es nämlich auch einige Probleme. Der Hessische Rundfunk hat festgestellt, dass jede 10. Brücke in Hessen sanierungsbedürftig ist. Also bevor wir darüber nachdenken, neue Brücken zu bauen, sollten wir vielleicht erst einmal darüber reden, wie wir dahin kommen, dass die dringend erforderlichen Sanierungen der bestehenden Brücken, wie man die vielleicht mal angehen kann und da die Mittel erhöhen kann. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Ich denke, wir haben größere Probleme. Es ist nicht so, dass es keine guten Fährverbindungen gibt. Wir müssen darüber diskutieren, wie man sie ausweiten kann und wie man das Angebot eben attraktiver machen kann. Aber es ist wirklich zweifelhaft, ob eine neue Brücke im Rheingau einen verkehrlichen Nutzen haben wird. Im Gegenteil, die bestehenden Fähren wären in ihrem Bestand gefährdet. Dann wären Umwege und ein Mehr an Verkehr die Folge. Das heißt, die Fähren sollten gestärkt verbilligt und das Angebot ausgebaut werden. Das wäre dann wirklich ein Mehr an Mobilität statt einem Mehr an Verkehr und der Belastung, die es mit sich bringt. Vielen Dank. Wer will noch einmal? Wer hat noch nicht? Der Minister könnte sofort. Herr Kollege. Dann ist es so, Sie haben das Wort für die Fraktion der SPD. Hat der Kollege Reiß das Wort? Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin schon ein bisschen verwundert, dass eine antragstellende Fraktion, eine Regierungsfraktion, hier zu diesem Punkt offensichtlich gar nicht das Wort ergreifen will. Aber mal schauen, vielleicht kommt da ja noch etwas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP hat hier heute ein Zombie zum Thema gemacht. Das ist ein Wort vom Rheingau-Korrespondenten Oliver Bock der FAZ. Der hat dieses Wort verwendet für die Rheinbrücke, ein Zombie. Diese Brücke, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine Untote, die seit Jahren immer wieder versucht wird, ins Leben zurückzuholen. Aber was nie gelingt, das gelingt dem Vollmond nicht, und das gelingt auch der FDP heute nicht. Ich habe mich schon beim Lesen des Antrags der FDP ein bisschen gewundert, welche Brücke überhaupt gemeint ist. Wir haben ja darüber geredet, dass es viele verschiedene Standorte gibt. Welcher Standort genau gemeint ist, steht da gar nicht drin im FDP-Antrag. Ich vermute mal, dass es nicht die Brücke von Oestrich-Winkel nach Ingelheim ist, die der FDP-Vorsitzende von Mainz, David Dietz, gerne hätte, sondern dass die Brücke zwischen Rüdesheim und Bingen gemeint ist. Da will ich zur Historie nur ganz kurz im Schnelldurchlauf ein bisschen was sagen, dass alle wissen, dass das keine neue Idee ist, worüber diskutiert wird, sondern dass das seit Jahrzehnten Thema ist. Die Brücke ist 1945 zerstört worden von der Wehrmacht. Bereits 1966, also jetzt über 50 Jahre schon her, gab es für eine neue Brücke eine abgeschlossene Planfeststellung, und im Bundesverkehrswegeplan wurde eine Brücke als im vordringlichen Bedarf eingestuft. Dann 1979 ist das auf der Rüdesheimer Seite als Vogelschutzgebiet ausgewiesen worden. 1992 gab es deswegen eine Abstufung im Bundesverkehrswegeplan vom vordringlichen in den weiteren Bedarf. Genau wegen dieser Umweltprobleme 1998 gab es eine Registrierung als FFH-Gebiet, und spätestens da war klar, dass diese Brücke Geschichte ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich will hier mal drei Punkte darstellen,
weswegen wir glauben, dass an dieser Stelle keine Brücke mehr realisiert werden kann. Der erste Punkt sind die Finanzen. Es gab Anfang der 2000er Jahre mal eine Schätzung auf 50 Millionen € für diese Brücke. Die Frage ist eben schon einmal gekommen, wer soll das bezahlen? Als private Mautbrücke, kein Investor ist in Sicht. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist diese Brücke nicht einmal als Idee enthalten, nicht einmal als Idee, geschweige denn in irgendeinem Bedarf eingestuft. Das Landesstraßenbauprogramm, wissen wir auch alle, beschäftigt sich nur noch mit Erhalt, und nicht einmal dafür ist ausreichend Geld da. Über Neubau kann schon gar nicht mehr geredet werden. Und die Kommunen, um die es hier geht, die beteiligten Landkreise und die Stadt Rüdesheim sind so hoch verschuldet, dass sie diese Brücke überhaupt nicht bezahlen können. Das zum Thema Finanzierung. Der zweite Teil ist der Umweltaspekt. Wir haben eben gehört, dass es hier ein Vogelschutzgebiet ist. Es ist sogar ein FFH-Gebiet. Bei FFH-Gebieten können Sie nur Ausnahmen machen, wenn es keine Alternativen gibt. Aber gerade in diesem Bereich gibt es Alternativen, sogar eine ganze Menge. Das heißt, eigentlich ist dieser Bereich schon das zweite Ausschlusskriterium, das Sie haben. Aber das dritte und unserer Ansicht nach wichtigste Ausschlusskriterium ist der ganze Bereich des Folgeverkehrs. Es reicht ja nicht, wenn Sie da einfach nur eine Brücke hinsetzen, sondern Sie müssen natürlich auch eine entsprechende Andienung haben mit Verkehr, der dahin fährt, und Verkehr, der zurückführt. Es ist ein zusätzliches Verkehrsaufkommen prognostiziert worden von 8.000 bis 10.000 Fahrzeugen pro Tag. Das geht nicht ohne die dort anliegende Bundesstraße B42 vierspurig auszubauen. Geht gar nicht anders. Und das ist weder im Rheingau gewünscht, keine Rheingau-Autobahn, und es ist im Übrigen auch technisch überhaupt nicht umsetzbar, weil Sie auf der einen Seite eine ganz eng anliegende Bebauung haben und auf der anderen Seite schon direkt den Uferstreifen des besonders schützenswerten Rheinauengebiets. Das heißt, Sie haben auch verkehrlich überhaupt keine Möglichkeit, diese Brücke an dieser Stelle zu bauen und zu installieren. Und dann müsste man eigentlich spätestens an diesem Punkt dazu kommen, dass man sagt, das ist jetzt ein Ausschlusskriterium. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, selbst der Hansenberg, den Sie ja auch immer hochschätzen, hat sich der Rheinbrücke angenommen in einem Projekt und ist ganz klar auch in einer Abwägung zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Brücke nicht wirtschaftlich darstellbar ist und nicht gebaut werden sollte. Wenn Sie es mir mittelmäßig Begabtem nicht glauben, dann glauben Sie es doch wenigstens den Hochbegabten vom Hansenberg. Denn die haben sich tatsächlich damit befasst. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit komme ich zum Antrag von CDU und GRÜNEN, der hier vorliegt. Und ich muss schon sagen, das ist wirklich ein Beispiel dafür, warum diese Landesregierung sich so oft im Bundesrat enthält, wenn sie selbst bei diesem Projekt keine klare Haltung, sondern nur so einen Wischiwaschi-Antrag hinbekommt, wie sie ihn hier vorgelegt hat. Ich habe ein Auskunftsersuchen an den Verkehrsminister gerichtet zum Sinn und Zweck dieser Brücke und wie die Landesregierung das einschätzt. Die Antworten von Herrn Al-Wazir waren, ich zitiere, die Brücke bedeutet eine erhebliche Zunahme des Verkehrs auf den an- und abführenden Straßen. Verkehrlich prekäre Situation im Rheintal würde weiter verschärft. Aus naturschutzrechtlicher Sicht außerordentlich kritisch zu bewerten. Und zum Schluss, O-Ton, Verkehrsminister Al-Wazir, für diese Landesregierung. Der Bau neuer Rheinbrücken kann aus Sicht der Landesregierung keinen nachhaltigen Beitrag für eine verbesserte Mobilität im Rhein-Main-Gebiet leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, was wollen Sie denn da noch prüfen? Was soll denn dieser Antrag, wenn das Ergebnis doch aus Ihrem eigenen grünen Ministerium längst vorliegt? Das, was Sie hier beantragen, ist eine Missachtung der Fachkompetenz der hessischen Straßenverkehrsplaner und Ihres eigenen Ministers, der eben diese Stellungnahme schon ganz klar für die Landesregierung abgegeben hat. So, und jetzt komme ich zum Schluss noch zur CDU. Ich habe knapp 4 Minuten noch, da muss ich mich auf die wesentlichen Punkte beschränken. Ich hoffe ja, Frau Müller-Klepper, dass Sie hier gleich noch das Wort ergreifen. Denn ich finde, Sie sind die einzige Rheingauer Abgeordnete. Von 110 hier im Hessischen Landtag sind Sie die Einzige aus dem Rheingau. Und ich finde, der Rheingau ist es wert. Und auch die Menschen im Rheingau haben es verdient, dass Ihre Abgeordnete auch zu diesem Thema hier das Wort ergreift und sich nicht wegduckt. Und sich nicht wegduckt, wie sie das schon getan hat in der Debatte, als es um die Windkraft in Lorch ging. Am gleichen Pult hier. Am gleichen Pult. Und ich finde das äußerst,
Ich finde das äußerst ärgerlich, dass Sie, und das hat auch etwas mit Politikverdrossenheit zu tun, die so ein Handeln verursacht, Frau Müller-Klepper, wenn Sie bei jeder Weinfesteröffnung mit dabei sind, aber wenn es um die harten Fakten geht, um die harten Probleme, die den Rheingau betreffen, wie die Windkraft im Rheingau oder der Brückenneubau, schweigen Sie hier und ergreifen zu diesem Thema nicht das Wort. Das finde ich nicht in Ordnung. So, und jetzt ist das Thema AfD im Kreistag ist eben auch schon gefallen, und das kann ich Ihnen jetzt auch nicht ersparen. Denn Frau Müller-Klepper sitzt auch im Kreistag, ebenso wie Herr Beuth und wie Herr Koch und bis vor Kurzem auch noch Herr Jung, alle Mitglieder im Kreistag. Und im Kreistag nach der letzten Kommunalwahl, das Erste, was die CDU da gemacht hat, ist, alle Errungenschaften, die mit der letzten rot-grünen Mehrheit im Kreistag da waren, mit den Stimmen der AfD zusammen runterzustimmen und zurückzudrehen. Das ist bei der Energiewende passiert. In einem Trump-artigen Tempo haben Sie es bei der Energiewende gemacht, Frau Müller-Klepper, Herr Beuth. Sie haben eine neue Stellungnahme zum Teilplan erneuerbare Energien abgegeben. Sie haben das Kompetenzzentrum erneuerbare Energien des Rheingau-Taunus-Kreises gerade platt gemacht. Sie haben das Energiedienstleistungszentrum des Rheingau-Taunus-Kreises gerade platt gemacht. Genau das ist das mit den Stimmen der AfD, was Sie da gemacht haben. Und dann stellen Sie sich hierhin, die gleichen Leute, Frau Müller-Klepper, Herr Beuth, Herr Jung, Herr Koch, stellen sich hierhin und sagen, Sie würden für die Energiewende kämpfen, wenn Sie sich vor Ort bekämpfen mit der AfD zusammen. Das finde ich ätzend, ganz ehrlich, an dieser Stelle. Und das, was bei der Energiewende da passiert ist, exakt das Gleiche machen Sie bei der Brücke. Exakt das Gleiche machen Sie bei der Brücke. Es gab vorher eine klare Mehrheit im Kreistag gegen die Brücke. Dass es jetzt einen Umschwung gegeben hat, dass es jetzt eine Mehrheit im Kreistag für die Brücke gibt, liegt einzig und allein an der AfD. Die Chance haben Sie direkt ergriffen, um mit dieser neuen Mehrheit für die Brücke zu stimmen. Und hier haben Sie nicht den Schneid, sich hier hinzustellen, das zu erklären und zu sagen, was Sie im Kreistag machen. Das finde ich nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, da haben auch die anderen das Recht, ein bisschen was zu sagen, denn so etwas schürt Politikverdrossenheit. Und deswegen geht das auch die anderen Fraktionen was an, so ein Verhalten. Denn darunter haben wir alle zu leiden, wenn irgendwann die Bürgerinnen und Bürger solches Verhalten nicht mehr verstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie diese untote Brücke endlich in Frieden ruhen, denn da gehört sie hin. Und holen Sie sie hier nicht immer wieder auf die Tagesordnung. Kein Mensch braucht diese Brücke im Rheingau, und kein Mensch will sie dort. Zu einer Kurzintervention hat der Abg. Rentsch das Wort. Herr Präsident, Herr Kollege Weiß, ehrlicherweise, ich kann verstehen, dass Sie die Brücke nicht wollen, das ist in Ordnung. Aber dass man anfängt, hier Fakten falsch darzustellen, ist nicht in Ordnung. Ich habe mir das gerade einmal herausgesucht. Bei der Kreistagsabstimmung für die Brücke gab es eine Mehrheit aus CDU, FDP und FEG mit 30 Stimmen gegen die Stimmen von SPD, Grünen und LINKEN mit 20 Stimmen. Die 7 Stimmen von der AfD waren überhaupt nicht erforderlich, um hier eine Mehrheit herzustellen. Und insofern, ehrlicherweise, solche Spielchen. Also, wenn Sie die AfD brauchen, um Ihre Argumentation gegen die Brücke zu unterstützen, Herr Kollege Weiß, zeigt das eher gegen Sie und nicht für die Argumentation der Sozialdemokraten. Zweiter Punkt. Wir sollten ernsthaft über die Frage diskutieren. Und Frau Kollegin Müller, Sie haben das ja zum Teil wenigstens versucht, über die Frage zu sprechen, welche Auswirkungen hat diese Brücke hat. Und das ist genau der Punkt, warum wir die Machbarkeitsstudie wollen. Es gibt ein Gutachten aus dem Jahr 2003, das keinen Konflikt mit dem Thema Welterbe sieht. Ich bin kein sozusagen Denkmalschützer, der das zum Abschluss beurteilen kann. Und deshalb wollen wir diese Machbarkeitsstudie, will auch der Kreistag diese Machbarkeitsstudie, weil wir wissen wollen, was ist möglich, was kostet es. Und jetzt schätze ich Schloss Hansenberg sehr, aber bei aller Liebe, Herr Kollege Weiß, man sollte dann schon die damit beauftragen, die Expertenkenntnisse bei dem Thema haben. Und ich glaube, gegen eine Machbarkeitsstudie spricht nichts, außer man hat keine guten Argumente, dann will man auch keine Machbarkeitsstudie. Ein dritter Punkt, jetzt muss ich ein Lob an die Grünen loswerden. Frau Kollegin Müller hat das ja über Jahre gut gemacht, den GRÜNEN die Marke zu erarbeiten, wir wollen keine Straßen.
Und jetzt wehren Sie sich doch bitte nicht gegen diese Marke. Das haben Sie hervorragend gemacht. Sie haben überall dort, z.B. im Jahre 2005 auf der rheinhessischen Seite, das Raumordnungsverfahren, als Sie an die Regierung gekommen sind, für die Brücke verhindert. Das haben Sie gut gemacht. Sie waren nie für die A49. Sie verhindern den Riederwaldtunnel, und Sie sind auch nicht für eine Brücke. Das ist ein konsequentes Verfahren. Aber dann sagen Sie es ja auch und tun Sie nicht so, als ob sozusagen fachliche Argumente Herr Kollege Ihre Rentsch, Position. Die Redezeit ist zu Ende. Frau Präsidentin, vielen Dank, dass Sie mir diese Sekunde nicht geschenkt haben. Ich werde sofort zum Schluss kommen. Ich glaube, dass die Marke der GRÜNEN berechtigt ist. Sie wollen keine Straße, das ist in Ordnung. Aber den Mut für eine Machbarkeitsstudie, diese Kraft sollte der Hessische Landtag haben, dass wir wenigstens die Fragen stellen, ob es sinnvoll ist, eine Brücke zu bauen oder nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Herr Kollege Weiß, Sie haben die Möglichkeit zu antworten. Bitte schön. 2 Minuten auch hier. Frau Präsidentin, also Herr Kollege Rentsch, wer im Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises wann mit wem was zusammen bespricht mit der AfD und wer mit wem da zusammenarbeitet und zusammen abstimmt, das erlebe ich in jeder Kreistagssitzung. Und deswegen kann ich den Punkt ganz gut beurteilen. Und was den zweiten Punkt angeht, Herr Kollege Rentsch, ich habe doch eben die Stellungnahme des Verkehrsministers dargelegt. Die Landesregierung hat sich schon entschieden. Sie lehnt diese Brücke ab. Sie hält diese Brücke nicht für sinnvoll. Warum sollen wir denn dann mit hessischem Geld dafür eine Machbarkeitsstudie bezahlen, wenn von vornherein klar ist, was dabei rauskommt? Wenn die Rheinland-Pfälzer das möchten, Herr Rentsch, herzlichen Glückwunsch an die rheinland-pfälzische FDP, dass Ihnen das bei den Koalitionsverhandlungen gelungen ist, das in den Koalitionsvertrag mit reinzuschreiben, wenn Sie da eine Machbarkeitsstudie machen wollen. Aber dann sollen Sie Rheinland-Pfälzer bitte auch bezahlen. Ich sehe überhaupt keine Veranlassung dafür, dass, wenn die Landesregierung sich hier schon festgelegt hat und ganz klar sagt, wir halten diese Brücke nicht für sinnvoll, warum dann noch hessisches Geld für eine Machbarkeitsstudie ausgegeben werden soll, wo von vornherein klar ist, wie das Ergebnis ist. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Als nächster Redner spricht nun Kollege Caspar von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Weiß, Sie haben ja eben der CDU-Fraktion vorschlagen wollen, wer für die CDU redet. Insoweit sehen Sie, dass Ihrem Vorschlag nicht entsprochen wird. Ich finde, wenn Ihr Fraktionsvorsitzender, der ja jetzt Ihren Ausführungen nicht gefolgt ist und gar nicht hier ist, gewusst hätte, wie Sie hier auftreten, nämlich eher, dass Sie eine Debatte führen, wie man sie im Kreistag hätte führen können oder vielleicht geführt hat, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht mehr der Meinung, dass es richtig war, Sie hier reden zu lassen. Meine Damen und Herren, Brücken sind nicht nur unter dem Gesichtspunkt einer verkehrlichen Erschließung immer eine wichtige Einrichtung. Denn Brücken bringen Menschen zusammen, Brücken bringen Regionen zusammen, und sie überwinden Hindernisse. Insoweit sprechen wir ja auch davon im übertragenen Sinne, dass ein Brückenbauer ein guter Mensch ist, der sich für Dinge einsetzt, Dinge miteinander zu verbinden. Und insoweit meine ich, dass man natürlich immer, wenn Anregungen kommen, eine Brücke zu bauen, die Dinge auch ernsthaft prüfen muss. Und Herr Weiß, wenn Sie hier sehr viele Dinge dazu vorgetragen haben, was Sie hier gemacht haben, das war ja schon fast eine Machbarkeitsstudie, weil Sie haben ja alle möglichen Dinge abgeprüft und Erklärungen dazu abgegeben. Also insoweit ist das doch ein Thema, mit dem wir immer arbeiten. Wenn es Vorschläge gibt, dass wir die uns in Ruhe anschauen, dass wir sie abwägen, dass wir sie prüfen. Und von daher meine ich, dass es kein falsches Instrument ist, mit so etwas vorzugehen. Nun ist es so, dass die Brücke, über die hier gesprochen wird, 2 Bundesländer berührt. Und insoweit wird es eine solche Lösung nur geben, wenn beide Bundesländer sie für notwendig halten. Und da gibt es einen Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz, und in dem steht, dass man dann eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben will, wenn die betroffenen Kreistage oder die betroffenen Kreise das für richtig und sinnvoll halten. Nun wissen Sie, dass der Rheingau-Taunus-Kreis dazu eine Entscheidung getroffen hat. Und Sie wissen, dass Mainz-Bingen ein Kreistag eine andere Entscheidung getroffen hat, dass es dort aber ein Bürgerbegehren gibt mit
einem Ausgang, den wir heute sicherlich noch nicht entscheiden können und erst recht nicht zu entscheiden haben, sondern das haben natürlich die Menschen dort vor Ort zu tun. Warum ist es sinnvoll, dort die Kreise so zu involvieren? Ganz einfach. Ohne Frage geht es dort nicht um eine Autobahnbrücke. Es geht auch nicht um ein Autobahnnetz. Es geht auch nicht um eine deutsche Netzverbindung, eine nationale, eine europäische, sondern es geht wirklich um eine regionale Verbindung. Und da macht es doch Sinn, dass man sagt als Bundesländer, wir schauen uns mal sehr genau an, was die Region will. Und genau das ist das, was wir eben hier auch tun. Wir warten ab, wie die beiden Kreise sich positionieren. Und wenn die beiden Kreise das machen, gehen wir davon aus, dass Rheinland-Pfalz dann dieses Thema mit der Machbarkeitsstudie angehen wird. Und dann werden wir uns das natürlich auch sehr genau anschauen unter all den Aspekten, die hier heute von den verschiedenen Rednern schon genannt worden sind. Und werden dann das prüfen, in welchem Umfang es Sinn macht und wer es bezahlt. Auch das ist natürlich eine Frage, die dann ansteht, die dann entschieden werden muss, wenn es soweit ist. Aber klar ist, dass, wenn Sie sich qualifiziert mit Dingen auseinandersetzen, Sie nicht von vornherein sagen können, das kommt z.B. nie in Frage oder es kommt auf jeden Fall in Frage. Denn genau dafür macht man ja diese Studien. Also ich halte fest, dass wir dann eine Machbarkeitsstudie für sinnvoll halten, wenn eben auch von rheinland-pfälzischer Seite wirklich das Interesse daran besteht. Rheinland-Pfalz hat signalisiert, was sind die Voraussetzungen, nämlich die Zustimmung der Kreise. Insoweit, solange wie die nicht vorliegen, wird Rheinland-Pfalz sowieso nichts machen, und es gibt auch keinen Handlungsbedarf von unserer Seite. Sobald die Kreise sich erklärt haben, wird Rheinland-Pfalz sicherlich etwas machen, wird auf Hessen zukommen, und dann wird man das ganze Thema angehen. Was man in dem Zusammenhang natürlich auch überlegen muss, ist, für wem soll diese Brücke dienen? Natürlich dient sie den Menschen, die die Seiten des Rheins wechseln wollen, aus den unterschiedlichen Motiven. Sind es Arbeitsplätze, die Sie aufsuchen, oder denken Sie z.B. an Auszubildende, die natürlich, wenn es eine Brückenverbindung gibt, die Möglichkeit haben, auf viel mehr Betriebe zuzugreifen, um die Chance zu haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und wenn hier immer nur von Pkw-Verkehr gesprochen wird, auch das ist ja eine Frage, die noch völlig offen ist. Es geht ja auch um eine Verbindung dann für Fußgänger. Es geht auch um eine Verbindung für Radfahrer. Und man müsste auch überprüfen, ob, denn das war ja früher eine Schienenverbindung, ob auch eine Schienenverbindung an dieser Stelle Sinn macht. Aber all das sind Dinge, die eben erst im Rahmen einer solchen Machbarkeitsprüfung überprüft werden können und überprüft werden. Deswegen meinen wir, dass das Vorgehen, so wie wir es hier skizziert haben, richtig ist. Zwei Bundesländer sind beteiligt. Ein Bundesland hat es im Koalitionsvertrag festgelegt. Wir warten ab, wie das dort umgesetzt wird, und können dann von hessischer Seite entsprechend reagieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Minister. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir diskutieren hier und heute ein Thema, das schon seit vielen, vielen Jahren mit wechselnder Intensität die Politik beschäftigt. Und damit wir alle den gleichen Informationsstand haben, vielleicht ein kurzer Blick auf die Sachlage. Zum Bau einer Rheinbrücke im Bereich Rüdesheim-Bingen. Das ist im Antrag der FDP gar nicht genannt, aber ich gehe mal davon aus, dass es gemeint ist. Gab es in der Vergangenheit schon jede Menge Diskussionen, aber auch konkrete fachliche Untersuchungen. Und ich will an dieser Stelle sagen, das muss man, wenn man sich die Situation dort betrachtet, dass Hessen heute und in der Vergangenheit, Herr Kollege Rentsch, und in der Vergangenheit immer betont hat, dass es zu keinen relevanten neuen Verkehrsverlagerungen auf die heute schon stark ausgelastete B42 kommen darf, egal
worüber man an dieser Stelle nachdenkt oder nicht nachdenkt. Und es ist auch deshalb sozusagen sehr, sehr wichtig, weil wir auch heute schon eine ziemlich prekäre Verkehrssituation im Rheintal haben. Ich erinnere daran, dass im letzten Jahr es ja eine muntere Debatte auch gab über die Frage, sozusagen, welche Baumaßnahmen man an der B42 gleichzeitig machen darf, weil es dort ja schon viel Verkehr gibt. Das ist sozusagen die eine Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich völlig klar, dass es im Anschluss an die Brücken zwischen Wiesbaden und Mainz über viele Kilometer stromabwärts keine Querung des Rheins über eine Brücke mehr gibt seit 1945. Und deshalb ist klar, dass immer wieder auch der Wunsch nach einer neuen zusätzlichen Brücke diskutiert wird. Ich will es einmal so sagen, der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises hat in den letzten Jahrzehnten sehr unterschiedliche Positionen an dieser Frage vertreten. Man könnte fast sagen, alle fünf Jahre ist dort die Position jeweils eine andere. Aber da Brücken ja sozusagen an dieser Stelle auch überspannend sind und deswegen nicht nur Hessen betroffen ist, sondern auch Rheinland-Pfalz, das ist vielleicht auch der Grund der jetzigen Debatte, hat es etwas damit zu tun, dass im aktuellen Koalitionsvertrag in Rheinland-Pfalz man sich für die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie zum Bau einer neuen Rheinbrücke ausspricht, allerdings unter einem Vorbehalt. Und dieser Vorbehalt ist, dass die betroffenen Landkreise dieses Vorhaben auch unterstützen und sich finanziell beteiligen. Der Kreistag im Rheingau-Taunus-Kreis hat sich vor einigen im letzten Jahr dafür ausgesprochen, der Kreistag des Landkreises Mainz-Bingen allerdings dagegen. Es ist ein Bürgerbegehren in Vorbereitung. Dieses Bürgerbegehren, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat allerdings noch nicht stattgefunden. Insofern ist die Meinungsbildung im Landkreis Mainz-Bingen im wahrsten Sinne des Wortes offensichtlich noch im Fluss. Deswegen finde ich es eine kluge Haltung, dass wir an dieser Stelle das abwarten, weil wenn der Landkreis Mainz-Bingen bei der bisherigen Haltung bleibt, dann ist schon die Vorbedingung des Koalitionsvertrages in Rheinland-Pfalz nicht erfüllt. Das ist übrigens auch die Haltung des Kollegen Wissing, Herr Lenders, Klammer auf, FDP, Klammer zu. Insofern will ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass es gute Gründe gibt, warum man jetzt erst einmal das Ergebnis der Meinungsbildung vor Ort abwartet, bevor man über weitere Schritte nachdenkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweiter Punkt. Auch dieses will ich vielleicht hinzufügen. Es geht da immer ziemlich viel durcheinander. Wir hatten im Jahre 2004 einen Bundesverkehrswegeplan, und wir hatten im letzten Jahr einen Bundesverkehrswegeplan. Ich stelle fest, dass in beiden Bundesverkehrswegeplänen dieses Projekt jedenfalls als Bundesprojekt nicht enthalten war. Ich kann mich auch nicht erinnern, in den Unterlagen etwas gefunden zu haben, Herr Kollege Rentsch, dass Sie es angemeldet hätten zur Bewertung. Das Argument von Herrn Kollegen Lenders war, der Bund würde das schon bezahlen. Das sehe ich erst einmal so nicht. Also auch da ist die Kostenfrage auch zu klären, sollte es überhaupt sozusagen zu einer gemeinsamen Haltung der beiden beteiligten Landkreise kommen. Und natürlich müsste dann auch betrachtet werden, was für Verlagerungseffekte wir dort hätten, weil es ist ja an dieser Stelle nicht damit getan, Fahrzeuge über den Fluss zu bringen. Sie müssen dann ja auch am Ufer weiterfahren. Und dementsprechend ist klar, Herr Kollege Rentsch, das ist auch unter Ihrer Verantwortung immer so gesehen worden, dass Hessen sehr genau sich betrachtet, dass es keine Verlagerungseffekte von der linksrheinischen auf die rechtsrheinische Seite gibt. Das war übrigens auch in der Region immer Konsens, wenn ich das richtig verstanden habe, auch bei denen, die für die Brücke sind. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich an dieser Stelle einfach sagen, ich finde, der Antrag der Koalitionsfraktionen ist sehr klug.
Er weist darauf hin, dass es im Kreistag vom Rheingau-Taunus-Kreis und im Kreistag des Landkreises Mainz-Bingen unterschiedliche Positionen gibt. Er weist darauf hin, dass es ein Bürgerbegehren auf der anderen Rheinseite gibt, das allerdings noch kein Ergebnis hat und dass man das erst einmal abwarten muss. Zweitens weist er noch einmal darauf hin, dass auch das von der FDP geführte Verkehrsministerium in Rheinland-Pfalz als Voraussetzung für jedes weitere Vorgehen eine gemeinsame Haltung des Landkreises Mainz-Bingen und des Rheingau-Taunus-Kreises verlangt. Das sehen wir ausdrücklich auch so. Und wenn es eine Einigung der beiden Landkreise gäbe und die rheinland-pfälzische Landesregierung dann auf uns zukäme, das ist jetzt der doppelte Konjunktiv, dann sind wir natürlich auch bereit, in Gespräche einzutreten. Wer wären wir denn, dass wir nicht mit den Kollegen aus Mainz über eine solche Frage reden würden, wenn sie an dieser Stelle mit uns reden wollen? Und deswegen will ich an dieser Stelle sagen, warten wir es an dieser Stelle einfach einmal ab. Aber ich will auch noch einmal sagen, mir fällt schon auf, das kann ich dann sozusagen niemandem auch an dieser Stelle ersparen, dass wer sich, Herr Lenders, bei Windrädern um Grundwasser, um die Tierwelt und um den Welterbestatus so sehr sorgt, der kann bei Straßenbaumaßnahmen nicht mit einem anderen Maß messen. Und ich glaube, dass diese Sensibilität an dieser Stelle dann bei allen Maßnahmen gilt. Und deswegen gilt auch dort immer, dass man das Ende bedenken soll, Herr Kollege Rock. Und deswegen bin ich gespannt darauf, wie die Meinungsbildung auf der anderen Rheinseite weitergeht. Und ich bin dann gespannt darauf, ob es dort eine Mehrheit dafür gibt und, wenn ja, was das am Ende für die rheinland-pfälzische Landesregierung bedeuten würde. Aber natürlich bin ich immer bereit, mit dem Kollegen Wissing über alles Mögliche zu reden, was den Verkehr angeht. Wir sind ja gerade dabei, die Schiersteiner Brücke neu zu bauen. Das ist auch ein Beispiel für einen Brückenschlag zwischen Mainz und Wiesbaden. Wir sind übrigens auch dabei, uns gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Seite um eine Straßenbahnverbindung, auch das ist ein Brückenschlag, zu kümmern. Auch das ist etwas, was früher sozusagen offensichtlich nicht zur Freude der FDP geführt hat. Stichwort Brückenschlag. In diesem Sinne glaube ich, die Zusammenarbeit zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz ist sehr, sehr gut, und sie wird auch weiterhin gut sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Die beiden Anträge werden in den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss überwiesen.